Was geht, Leute? Ein neuer Motovlog. Und wir sind auf dem Weg zum Treffpunkt, weil wir treffen heute die Jungs. Ich weiß nicht, wie viele da sind. Ich weiß nicht, wie viele kommen. Aber wir wollten eine Ausfahrt zusammen machen. Keine Ahnung, wo es hingeht. Wird gleich unser Road Captain festlegen. Und Tjalda leider wieder nicht dabei. Aber ich bin sehr, 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 sehr sicher, dass Tjalda demnächst auch mal wieder aufs Bike steigen wird. Aber der ging es heute nicht ganz so gut. So, wir sind jetzt hier so ein bisschen im Verkehr. Aber da vorne an der Aral, hinter dem Hellweg-Baumarkt, das ist immer unser Treffpunkt. Und da sind wir jetzt für 13 Uhr verabredet. Ich muss noch tanken, das Licht leuchtet. Ja, mal schauen, wer da ist. Letzten paar Male waren nicht ganz so viele da, aber da war es auch noch kalt. Bin sehr gespannt. Wir haben auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Truppe. Ich gehe aber davon aus, dass heute auch nicht so viele Leute am Start sind. Gucken wir mal. Erstmal tanken. Ah, zwei haben wir schon mal. Die haben übrigens keine Ahnung, dass ich die Kamera jetzt am Helm habe. Kann ich mir bestimmt gleich wieder Sprüche geben. Lassen. So, gucken wir mal. Oh, 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 Leute. Gewitter geht los. Okay, wir fahren zur Möhne. Die Jungs und Mädels sind ready. Schade, dass Tjalda nicht dabei ist, ohne Scheiß. Ich werde mal mich schön hinten einreihen. Oder doch nicht. Olli will immer hinten fahren. So, ich fahr. Oh, Bernie hat einen Sound. Bernie hat einen Sound. Die Sportster 48. So, Klappe runter. Gucken, was Tjalda sagt. Tjalda schickt ein Herzchen. Boah, ich bin so froh, dass die Saison jetzt langsam wieder losgeht. Das ist ein sehr, sehr schönes Bike. Das ist ein sehr, sehr schönes Bike, Bernie. Ja, wir fahren zum Möhnesee. Das bedeutet, ich muss mir den Akku ein bisschen einteilen. Ich glaube zwar, ich habe einen Ersatzakku mit dabei, bin mir aber nicht sicher. Deswegen muss ich auf jeden Fall so zwischendurch auch mal die Cam ein bisschen ausmachen. Zumindest auf den Streckenteilen, die nicht so schön sind. Und dann werde ich so Richtung Möhnesee dann wahrscheinlich wieder anmachen. Gotta see my wife now. Get my jacket, heading to my truck. Kinda great, life works out for me somehow. It ain't always easy, but if everything would be easy, what's the point of it all? Driving on the highway, enjoying on the freeway. God is great, this country's all I need. As far as I would say, track straight road and a good old song to sing. I got everything I need. Oh, oh. Riding in the dark, see this town changing. Woo-hoo-hoo! The course of time. Remember when we were young kids, big dreams and the homes we could fly.
was all that we wanted, a thing we would die for. Some things are still like back in the days. I'm trying to hit the high score. Driving on the highway, enjoying on the freeway. God is great, this country's all I need. So, wir fahren jetzt gerade an Werl vorbei. Und Werl ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Also, ich bin, also wir fahren jetzt quasi, leider schneiden wir die Stadt gar nicht mal an. Eigentlich fahren wir wirklich nur dran vorbei. Aber ich bin tatsächlich in dieser Stadt hier aufgewachsen und dann irgendwann nach Dortmund gezogen. Vielleicht kannst du mir mal, schreib mir doch mal in die Kommentare, ob ich mal ein Video davon machen soll, an welchen Orten, also wo genau und wie ich aufgewachsen bin. Dann würde ich mal dahin fahren, weil ich war ohne Scheiß, ich wohne ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr in der Stadt, aber dann würde ich mal an die Orte fahren, die für mich so wichtige Schlüsselorte waren, in Werl, also in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Kein Plan, wenn das für euch interessant ist, dann schreibt mir das mal als PN oder schreibt mir in die Kommentare, ob ihr ein Video davon haben wollt, dann kriegt ihr so ein bisschen was über meine Biografie mit. Dann können wir ja mal da in die Straße gehen, in die Siedlung, wo ich aufgewachsen bin. Schule, was weiß ich, was da alles so gibt. Also schreibt mir das mal in die Kommentare. So, Werl, das ist so ungefähr halber Weg bis zur Möhne. Jetzt wird die Strecke eigentlich, also ich mag diese Strecke sehr, sehr gerne. Weil sie ist so, wie soll ich sagen, also von der Straßenführung ist sie einfach geil, die Strecke. Wow, das sieht immer aus, als wären wir nicht in Deutschland, ohne Scheiß. Ich liebe diese Aussicht auf den Möhnesee. Kein Plan, wo wir jetzt genau. Ich glaube, die Jungs wollen was essen gehen. Wir sind auf jeden Fall angekommen. Bernie ist noch hinter mir. Einfach richtig nice, ohne Scheiß. Einfach richtig nice, ohne Scheiß. Ich hoffe, die Kamera ist nicht verrutscht. Weil ich hatte gerade gemerkt, die dreht sich auf dem Kugelgelenk. So, und diese Brücke. Ich liebe diese Brücke so sehr. Weil das erinnert mich immer so an unsere Fahrten in Florida, da hast du halt auch oft so Brücken, einfach die übers Wasser gehen. Auch sehr nice. Ah Mann, Möhnesee ist schon immer sehr, sehr schön. Ich finde so in NRW eins der schönsten Motorradziele. Also wenn ihr nicht aus der Gegend kommt, hier gibt es auch geile Hotels, da kannst du mal so einen Trip hier hin machen. Oder so, da hinten gibt es ein Mobile Park Resort. Wo du kannst dir so Ferienhäuschen mieten und so. Vielleicht kommen wir gleich mal dran vorbei. Ah, hier geht's nach rechts. Schade! Schade, der Peter! Wo fährst du denn hin? Ich will doch über die Brücke fahren, Mann. Na gut, dann geht's zum Geronimo. Auch ein geiler Treffpunkt. Hier sind wirklich, hier siehst du immer geile Wagen. Hier siehst du immer geile Motorräder. Das Haus ist nice. Guck mal, was ist denn hier schon? Sportster. Ja, mega. Ja, ich glaube, ich muss gleich nochmal drehen. Wo fahren wir denn mal parken? Da geht noch was zwischen. So, das ist der Möhnesee. Ihr seht, wie viele Biker hier gerade sind, wie viele noch ankommen. Wirklich sehr, sehr geil. Ja, das ist jetzt so die Hinfahrt in der kleinen Gruppe. Es macht halt einfach auch mega Bock, so in der Gruppe zu fahren.
Ich finde wirklich, wenn die Gruppe, umso größer die Gruppe ist, umso geiler wird es eigentlich. Alleine fahren ist auch nice, zu zweit fahren ist auch nice. Irgendwie alles hat so seinen Reiz. Aber was richtig Geiles zu essen, hätte jetzt auch seinen Reiz. So, der Rückweg. Rückweg ist immer ein bisschen ungeduldig. Hin ist immer sehr gechillt. Rückweg wird immer Gas gegeben. Oh, der arme Hund. Oh, sorry. Hätte ich den gesehen, hätte ich die Klappe zugelassen. Lassen wir Bernie auch noch mal raus, ne? Schon weg. Da muss ich aber jetzt Gas geben. So, wir sind wieder auf dem Rückweg. Möhnesee, kurz was essen gewesen und jetzt geht es zurück. Ich glaube, Olli will Autobahn fahren gleich. Der Rest fährt aber, weil er hat es eilig. Der Rest fährt aber, glaube ich, wieder ganz normal die Strecke zurück wie gerade. Ich lasse mal ein bisschen laufen. Vielleicht gibt es ja noch ein paar schöne Bilder auf dem Weg. Das Wetter ist auch wirklich geil geworden jetzt. Heute Morgen war jetzt sehr bewölkt. So, das heißt, ich fahre jetzt mit den Jungs wieder zurück. Jungs und Mädel. Ganz entspannt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier bei dem kleinen Video. Nicht viel erzählt, aber dafür gab es ein paar coole Bilder. Bisschen coole Musik. Ich hatte euch ja gesagt, ich will diese Motovlogs nicht zu technisch halten oder krass zu viel erzählen oder so, sondern einfach dieses Freiheitsgefühl soll rüberkommen. Und wenn ich mal was zu erzählen habe, dann erzähle ich euch das. Ihr sollt ja mal sehen, was wir so machen. By the way, übrigens, in diesem Video hört ihr die ganze Zeit einen meiner Songs. Einen meiner neuen Songs. Zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt das Video hier drehe, war der noch nicht bei Spotify. Ich weiß nicht, ob er bis dahin bei Spotify veröffentlicht wurde. Ich bringe so eine kleine EP raus mit 3 Songs. Alle so in dem Style. So, wir sind wieder auf dem Rückweg und auch schon wieder in Werl, das heißt, nicht mal ganz so weit bis nach Dortmund. Die Musik, die ihr hier die ganze Zeit hört, das sind meine neuen Songs, also ist einer meiner neuen Songs. Ich habe euch ja angekündigt, es gibt einen neuen Musikstil und so ungefähr wird das klingen. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich feiere diesen Country-Style und auch englische Sprache einfach in den letzten Jahren extrem und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, den Style so zu verändern. Für mich, auch da kommt einfach für mich dieses hart vermisste Freiheitsgefühl am besten rüber. Und es kommt jetzt quasi so ein Single-Package mit 3 Songs in dem Stil. Die Songs sind schon fertig. Ich weiß nicht, ob die jetzt zu diesem Zeitpunkt, wenn das Video rauskommt, auch schon auf Spotify zu finden sein werden. Auf jeden Fall, wenn nicht, dann kurz darauf. Das heißt, dieses Video wird wahrscheinlich, wenn ich es heute drehe, dann in 2 oder 3 Wochen rauskommen, eher 3 Wochen rauskommen. So weit drehe ich immer im Voraus, weil es muss ja noch geschnitten werden und so. Die Songs sind aber jetzt schon fertig, das heißt, die werden im Laufe der kommenden Woche, werden wir die an Spotify schicken und dann dauert es immer ein bisschen, bis die bei Spotify auch zu bekommen sind. 3 richtig, richtig, meiner Meinung nach, richtig coole Country-Songs, die da jetzt kommen, die alle so Freiheitsfeeling rüberbringen sollen. Eben genau das, was wir jetzt hier versuchen zu leben. Und lasst mich mal wissen, was ihr von der Musik haltet. Ich feiere das extrem und ich hoffe wirklich, ihr auch. Ich fühle das. Und seit The Voice habe ich auch wirklich wieder Bock, auf Englisch zu singen. Songs haben wir natürlich
habe ich natürlich selber geschrieben hier bei uns im neuen Studio. Oh oh. Ja, Songs bei uns im neuen Studio geschrieben, alles ist neu. Deswegen lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Ansonsten, ihr seht ja, wir fahren jetzt wieder zurück. Ich wünsche euch noch einen super geilen Tag und bis zum nächsten Vlog. Ciao!